Moinsen, ihr Füchse da draußen. Willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Cyberpunk 2077. Im letzten Part haben wir die Kinders befreit, beziehungsweise die, die noch lebten, und damit diese Quest beendet. Und nun sind wir erstmal wieder bei Panem und schauen uns mal den fertigen, zusammengeschraubten Panzer an. Für eine kleine Spritztour. Das kann doch nur lustig werden, oder was? Namen, Leute, alles gut bei euch? Schauen wir mal ein paar Euro-Dollars, ne? Stört doch nicht, oder? Bin ja quasi Teil der Familie hier, ne? Inzwischen, nach dem, was wir so alles erlebt haben. Bisschen Schnaps hätte ich auch noch ganz gerne. Was geht? Lustiger Mann! Ein lustiger Mann! Na gut, okay, wenn ich... Gut, ich hätte mich jetzt nicht als lustig angesehen, aber passt schon. Doch, ist das dicke Ding! Wenn ich nur mehr Zeit hätte, dann würdest du das Teil zu einem verdammten Raketenschiff machen, ich weiß. Alles bereit? Hey, wie? Nein, noch nicht. Oh, natürlich. Ich muss noch überprüfen, ob Militech irgendwelche Eis hinterlassen hat. Sind keine Konzerne gekommen, um den Verlust zu melden? Nein. Wir haben es geschafft, sie von unserer Fährte zu locken. Wir haben die Trucks mit den großen Konzernlogos am Raffenlager abgestellt. Ja, geile Idee. Quasi die brennende Tüte mit Hundescheiße vor ihrer Haustür. 2.0, versteht sich. Scheiße. Der sieht ja aus, als käme er frisch aus dem Konzernkrieg. Gefällt mir. Alles in Ordnung. Wir sind sicher. Was mit Saul? Und Saul? Was ist mit ihm? Fürs Erste nichts. Wir kommen uns einfach gegenseitig nicht in die Quere. Also will er keinen Familienrat zusammenrufen? Und ob er das will? Er hat nur vor, mich noch eine Weile im Dunkeln zu lassen. Ach, okay. Wollte schon immer so ein Ding fahren. Ich wollte schon immer mal so ein fettes Teil fahren. Wie all die naiven Idioten, die an der Front gelandet sind, mussten nicht mal rekrutiert werden. Man hat ihnen einfach nur die Tech gezeigt. Ja, weil die halt geil ist. Na los, steig ein. Ist alles fertig. Ja, warte einen Moment. Ich muss hier eben noch... vergessen mein... Tablettchen zum Essen zu nehmen. Das sind meine Aufputsch-Tech-Mittel hier. Dann steigen wir mal in den Basilisken ein. Ich bin ein bisschen gespannt, muss ich sagen. Auf geht's. Einsteigen. Hoi, 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 hoi. Was für ein Ding. Sieht sehr bequem aus. Und los geht's. Zieh am besten den Kopf ein. Wieso, wolltest du schon schießen, oder was? Verdammt! Ist der vorhin angesprungen? Ist der vorhin bei den anderen angesprungen? Vielleicht solltest du... Ich hab alles im Griff. Eine Sekunde. Ah, läuft doch das Ding. Ha, geht doch! Ich habe ein Gefühl. Ist nicht das neueste Modell, aber Mitch und Bob haben getan, was sie konnten. Das Ding fliegt ja. Und? Was sagst du? Jetzt weiß ich, warum man sie Särge nannte. Naja, immerhin weiß ich jetzt, warum man die Teile Särge nannte. Du steuerst direkt von deinem Sitz aus. Du musst dich nur verlinken. Was, keine Knöpfe, Tasten oder Blinkedinger? Nein, gar nichts. Die Impulse werden direkt an deine Großhirnrinde gesendet. Blinke Dinger. Der Basilisk wird quasi ein Teil deines Körpers. Wie ein mystisches Einssein. Hast du sowas schon mal gesteuert? Hast du sowas schon mal gesteuert? Nein. Warum? Vertraust du mir nicht? Doch. Kann ich noch aussteigen? Nein? Dann vertraue ich dir. Was macht der zweite Pilot? Unterstützt? Und was macht der Co-Pilot beim mystischen Einssein? Gibt Unterstützung? Sag ich dir, wenn wir weiter weg sind. Wir werden ein bisschen üben. Okay. Na dann mal los. Wir dürfen leider nicht selber steuern. Für volle Funktionalität im Gefecht braucht man eine zweite Person, um die sensorische Überlastung zu regulieren. Ein Pilot steuert, der andere übernimmt das Schießen. Ist echt angenehm. Du wirst schon sehen.
Ich bin gespannt. Aber wir fliegen jetzt doch nicht. Das ist einfach nur ein Panzer. Er fliegt aber nicht. Das wäre so ein Schwebeding, aber nö. Okay, so sollte es gehen. Erst ein Testdurchlauf. Ich trenne die Verbindung. Braucht ihr nicht zwei Piloten? Wenn du gleichzeitig steuern und schießen willst. Bist du bereit? Auf geht's! Verlinken wir uns mal mit dem Apparat. Wären wir ein. Oh, Adam. Sag mal, soll das so sein? Die neurale Synchronisation dauert einen Moment. Sollte gleich besser werden. Siehst du? Okay. Okay. Ist doch so ein Fliegeding. Raff ich, was du meintest. Wärm dich auf. Keine Angst, ich komme weg. Bringe den Basilisken in Position. Ich will einfach mal einfach gucken. Okay, ist schon ein cooles Ding. Geschmeidig wie ein Boot. Der gleitet über alle Hubbel, jedes Terrain. Fahr zu diesem Wrack. Okay, ich merke, die wird langweilig. Jetzt fahr mal an diesen Turbinen lang. Zieh rechts oder links vor der letzten rüber, wenn ich es sage. Okay. Links. Oh. Ich dachte, ich darf es mir selber aussuchen. Sehr gut. Rechts. Na, dann mal vorsichtig daran vorbei. Ausgezeichnet. Jetzt lass uns schießen. Halt an und ich aktiviere das System. Was ist denn im Angebot? Erwarte nicht zu viel. Der Basilisk ist immer noch ein Frachter. Aber du wirst trotzdem auf deine Kosten kommen. Also okay. Gut. Schieß auf diese Wracks. Jo. Gut. Volltreffer. Okay, genug geübt. Wie? Weißt du noch, was ich über Impulse gesagt habe? Dann halt dich fest. Was ist los? Hab mich verlinkt. Unsere Nervensysteme sind jetzt verbunden. Klar, Basilisk-Piloten agieren in Harmonie. Fühle ich deshalb alles doppelt? Sensorische Rückkopplung. Unsere Systeme sind ineinander verschlungen. Willst du's mal probieren? Dich von Panem berühren lassen? In Ordnung. Okay. Es ist soweit. Ich hab's geschafft. Gerne. Spürst du das? Ja. Oh oh. Wow. Wie konzentriert man sich im Kampf bei sowas? Die sind sicher nicht immer so intensiv. Was ist hiermit? Oh, was geht hier ab? Oh nein! Unter die Klamotten. Ihr habt Sex im Panzer, so muss man das machen. So muss man das machen. Endlich kommt der Penis Nummer 1 auch mal zum Einsatz. Ist jetzt noch alles okay? Noch muss ich nichts wegblenden. Lass das mal bitte so. Und dann kommst du nachher zurück zum Team und alle wollen dann auch mit dem Panzer fahren. Und, wie riecht das denn hier drin? Das riecht ja ganz fingerig. Scheiße. Nackt. Oh, fuck. Sie haben uns gefunden. Wir müssen ins Lager zurück. Okay. Rotten. Eine ganze Horde. Bereit zum Kämpfen. Verdammt. Ihr auch, Thor. Ach, was geil. Dann? Macht dich fertig. Dann haut ab und macht euch hier nützlich. Wir fahren direkt zum Lager. Die Familie braucht uns.
Witzig, da fahren wir ein bisschen nackig Panzer, ne? Was soll? Ist auch schön, wie sie nackt. Das ist so geil. Auch in den Kampfbereich. Wuhu! Wir sind fast da. Ich gebe alles. Einfach draufballern, das wird schon. Erfreut. Aber so viel Mut. Darf ich mich vorher noch anziehen? Bitte? Oh je. Sonst schlacker ich halt mit meinem Penis Nummer 1 gleich herum. Scheiße. Nein, nein, nein. Sie hat wieder Klamotten an. Ich nicht, oder was? Kann ich nicht angehen. Inventar. Oh nein! Hose, 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 schnell eine Hose anziehen, schnell. Oh, erstmal eine Hose. So. Warum? Dann kommt er da raus mit seinem Penis Nummer 1. Das kannst du dir doch nicht ausdenken. Also das kannst du dir nicht ausdenken. Ah, so. Eben wieder. Wir aussehen. Wir sehen aus wie der letzte Vollidiot. Das ist unnormal. Unnormal. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Schlimm ist das. So. Hallo. Ich bin's. Wie? Habt ihr meinen Penis gesehen? Es tut mir leid. Wart auf Panem. So, Panem ist auch wieder angezogen. Alles gut. Niemand wird's erfahren. Wieso riecht ihr nach Sex? Oder jeder einzelne von uns muss sich selbst überlegen, was am besten für die Familie ist. So, Saul, was ist hier los? Komm schon, Saul. Wenn ich den Clan verlassen muss, dann sag's einfach. Erspar mir wenigstens noch eine deiner langen Reden. Musst wohl noch ein paar über dich ergehen lassen. Denn von heute an wirst du diese Familie anführen. Mit mir zusammen. Bitte was? Ich hätte es ja gerne zeremonieller gemacht, aber gut, wie du willst. Ich lag falsch. Du hattest recht. Das ist die Wahrheit. Auf dass es nie wieder passieren möge. Aber... ich mach doch ständig Ärger. Du hast gesagt... Ich weiß. Aber Meinungen ändern sich. Du hast für die Familie alles riskiert. Obwohl du nicht wusstest, wie es für dich ausgeht. Okay. Na gut, von mir aus. Aber vieles wird sich ändern müssen. Ja. Und als erstes müssen wir diesen Ort verlassen. Und zwar schnell. Militech darf uns nicht finden. Natürlich. Ich bereite unsere Route vor. Ich gratuliere. Dreckige Entscheidung. Ich habe nein gestimmt. Danke, danke. Ich muss erstmal runterkommen, glaube ich. Kommst du mit mir? Jo. Dreckige Entscheidung. Tja, jetzt ist die Anführerin. Das wird sich in unserer Beziehung, glaube ich, etwas in den Weg stellen. Ein interessanter Tag. Ich fühle mich, als wäre ich knapp einem Zug ausgewichen. War ziemlich knapp. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft, glaube ich. Ach, hör auf. Nee, echt. Wir sind dir was schuldig. Kannst auf die Aldecaldus zählen. Jederzeit. Gut zu wissen. Niemand an der Bar. Finde ich gut. Ich fand das toll, wie du die Treppe hochgegangen bist. Dann lass uns mal einen trinken. Bier. Limonade? Ich nehme Bier. Bier für mich. Limonade. Also es gibt auch Grenzen, ja? Auf Happy Ends. Trinken, ich werde unsere Abenteuer vermissen. Trinken, weißt du, wo ihr jetzt hingeht? Hör mal. Was da im Basilisken passiert ist, ne, ich werde unsere Abenteuer vermissen. Unsere Abenteuer werden mir fehlen. Mir auch.
Andererseits, wer sagt denn, dass das unser letztes war? Wie? Sieh dich um. Guck sie dir an. Sie könnten deine Familie sein. Panam, was willst du damit? Bleib im Lager. Bei uns. Würde ich ja gerne, aber ich kann nicht. Erstmal was trinken. Erstmal einen Schluck. So, also ich würde das ja gerne, aber ich kann nicht. Würde ich ja gern, Panam. Wirklich. Mhm. Und jetzt kommt das große Aber. Ich kann nicht. Nicht jetzt. Ich muss erst ein paar Dinge regeln. Ich habe so einen Chip in meinem Kopf, der mich umbringt. Okay, wie? Ist jetzt vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Ich dachte nur... Ah, vergiss es einfach. Ich denke drüber nach, versprochen. Ich muss los, bis dann. Sag mir Bescheid, wenn ihr weiterzieht. Ich denke drüber nach, versprochen. Ich denke darüber nach. Versprochen. Der Relic macht uns fertig. Wie? Panam. Ich... Ganz ruhig, alles okay. Wie fühlst du dich? Leidlich. Was passiert? Was ist passiert? Ich weiß noch, wir haben geredet. Und dann... Du bist plötzlich umgekippt. Also haben wir dich mitgenommen. Wohin? Neue Bleibe. Das Lager ist umgezogen. Denke, hier sind wir sicher. Fürs Erste. Oh, wie? Wie? Du musst mir sagen, was los ist. Das Blut. Du warst stundenlang weg. Was fehlt dir? Es wird schlimmer, Panam. Panam, es wird schlimmer. Jeden Tag. Okay, wie? Entspann dich. Eins nach dem anderen. Das sagst du so leicht. Was genau ist los? Ich habe Angst, dir die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit. Ich habe Angst, dass sie zwischen uns steht, wenn ich sie dir sage. Wie, hör mir zu. Es gibt nichts, was du zu mir sagen könntest, das ändern würde, wie... Ich meine, red keinen Scheiß und sag mir endlich, was los ist. Es ist die kaputte Tech in meinem Kopf. Kennst du Johnny Silverhand? Kennst du Johnny Silverhand? Ja. Sie spielen manchmal seine Oldies im Radio. Wieso? Weil er es ist. Er lebt. Und zwar in meinem Kopf. Er... Was? Willst du... soll das eine komische Metapher sein? Oh nein. Es ist mein Ernst. Lange Geschichte. Silverhand stiftet Chaos in meinem Kopf. Nee, es ist eine lange Geschichte. Lange Geschichte. Hatte einen Job. Hab ihn versaut. Und jetzt hängt mir Silverhands Konstrukt im Kopf. Bullshit! Tja, er findet's auch nicht toll. Glaub mir. Wir kommen nicht gut klar. Und es wird schlimmer. Du verarschst mich nicht? Ich versuche nur damit zu leben. Zu überleben. Deiner Gesundheit bekommt's jedenfalls gar nicht. Ich muss los. Hör zu, ich muss los. Mir geht's besser. Echt. Warte, ich komm mit. Ich dachte doch, die Stimme kenne ich. Hey, Mitch. Okay, endlich. Wir haben uns Sorgen gemacht. Hab auf dein Auto aufgepasst. Steht da drüben. Aber du verlässt uns doch noch nicht, oder? Geht's dir gut? Viel besser, danke. Viel besser. Danke für eure Hilfe. Freut mich zu hören. Ihr habt euch hier gut eingerichtet. Ihr habt euch ja schnell hier eingerichtet. Naja, war nicht unser erstes Mal. Ich wollte gerade sagen, Nomaden. Dieser Ort ist gut. Wir haben das Gebiet besser im Blick. Der Rest wird sich schon zeigen. Aber sag, wie geht's dir? Du hast uns ziemlich erschreckt. Ist gut, Harm. Danke, ich kann noch etwas bleiben, danke. Danke. Ich bleib noch ein bisschen. Ein bisschen noch. Fühl dich wie zu Hause. Denk dran. Unser Angebot steht noch. Wenn du Hilfe brauchst,
Die Alde Kaldos sind für dich da. Endlich mal was, wo wir uns einig sind. Wenn du was brauchst, weißt du, wo du uns findest. Folge Panem. Gleich, jetzt machen wir erstmal einen Break. Meine Lieben, ihr habt den Hahnkrähen gehört. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle eine kleine gemütliche Pause. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst schon ein Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.